Vielen Dank, Herr Kollege Roos. Nächste Wortmeldung kommt vom Kollegen Klauber. Bitte schön, Herr Klauber. Danke, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir als Freie Wähler, wir wollen niemanden aus dem Kabinett, wir wollen auch niemanden aus den Ministerien an den Pranger stellen. Wir wollen, dass unsere Kabinettsmitglieder, dass unsere Minister natürlich mit adäquaten Dienstwagen auch sich fortbewegen. Aber wir finden es schon für richtig, dass die Größe der Limousine halt auch der Zeit angepasst werden kann. Es ist heute viel davon gesprochen worden, Bayern will immer in der Champions League spielen. In der Champions League der, sage ich mal, CO2-armen Mobile, die heute als Limousinen zur Verfügung stehen, spielt sicher der Freistaat nicht. Es ist nach wie vor so, dass Minister in Bayern mit 384 PS, mit 400 PS unterwegs sind. Und ich glaube nicht, dass es wichtig ist, als Minister mit 400 PS Bella Figura zu machen. Ich glaube, es ist viel wichtiger, dass man dort die technischen Standards erkennt. Und 250 PS reichen für ein Kabinettsmitglied. Und dort ist es so, dass wir genauso draußen, genauso repräsentativ den Freistaat darstellen können. Wir sind der Meinung, dass genau anders als wie Kollege Freller es darstellt, dass genau die bayerische Automobilindustrie ihre Hand bräuchte als Kabinettsmitglieder, als Minister, dass sie genau diese Fahrzeuge nach außen darstellen, die heute technisch innovativ sind, die heute CO2-sparend sind. Und wenn wir vorhin davon hören, dass es in der Beschaffung, lieber Charlie Freller, dass es in der Beschaffung Zwänge gibt, ja, dann hören Sie sich ja mal bitte schön an, wie die Ministerien beschaffen. 140 Gramm CO2 bei dem Justizministerium, beim Ministerium Landesentwicklung und Heimatfinanzen 149, bei Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 157. So, und jetzt, was haben die sich neu angeschafft? Das Justizministerium hat sich 108 Fahrzeuge angeschafft, Finanzen und Heimat 137, der Landwirtschaft und Forsten 100. Ja, wenn die sich 100 anschaffen, wieso haben die alle solche Zwänge, dass sie einer Norm, die europaweit gilt, die sie nicht erfüllen können, für mich überhaupt nicht nachvollziehbar. Und ich glaube auch nicht, dass man im Justizministerium oder im Landwirtschaftsministerium das nicht tun könnte. Und dann das zweite Argument zu sagen, Elektrofahrzeuge sind in der Reichweite begrenzt. Ich weiß nicht, wer die Rede aufgeschrieben hat, aber jedes Elektrofahrzeug ist heute mit einem Range Extender erweiterbar. Und damit fahren Sie durch ganz Bayern, durch ganz Deutschland in gewohnter Qualität. Ich glaube auch nicht, dass es gut war, dass Sie den Eindruck erwecken, dass die Elektromobile oder Hybridfahrzeuge nicht den gewohnten Komfort liefern. Ich glaube, dass Sie damit bei BMW und Audi nicht viel Lob ernten, weil genau das Gegenteil ist der Fall, weil sonst würden Sie ja nicht dieses Ziel auf der Bundesebene aussprechen. Und wenn Sie dieses Ziel verfolgen wollen, dann muss ich Sie fragen, 12.000 Elektrofahrzeuge, ist das wirklich ein Erfolg? 12.000 von einer Million, 12.000 von einer Million. Ich komme schon noch zu uns. 12.000 von einer Million. Naja gut, aber wie gesagt, es ist scheinbar auch so, dass man die Elektrofahrzeuge nicht weiter fördern wollte. Man hat zwar in die Forschung investiert, aber letztendlich für die Fläche hat man wenig getan. Wir müssen das letztendlich mit genauem Auge beobachten. Es ist die Frage, warum Sie Angst vor Elektroautos, vor Gasantrieben, vor Wasserstoffautos haben, für uns als Freie Wähler nicht nachvollziehbar. Wir werden 2020 eine neue Richtlinie kriegen, die uns 95 Gramm CO2 pro Kilometer vorschreiben wird. Und da werden wir auch, werden unsere bayerische Automobilindustrie wird dem folgen. Es werden auch, hoffe ich, Sie als bayerische Staatsregierung mit diese Richtlinien erfüllen wollen, nachdem sie jetzt bis jetzt nicht erfüllt haben. Wir werden natürlich als Freie Wähler beiden Anträgen zustimmen, denn diese Richtlinie ist für uns, denke ich, auch eine Haltung gegenüber den bayerischen Bürgerinnen und Bürgern zu sagen, wir sind verantwortlich, als Vorbild voranzugehen. Und ganz zum Schluss vielleicht was zum Schmunzeln. Wir als Freie Wähler, wir haben in unserer Fahrzeugflotte, die aus ganzen zwei Fahrzeugen besteht, haben wir 75 Gramm CO2. 75 Gramm CO2. Wir erfüllen also die 2020er Norm. Wir sind also auch für 2020 gerüstet. Und ich lege der bayerischen Umweltministerin ans Herz, dass sie den neuen i8 fährt. Der ist sportlich und er braucht 49 Gramm CO2. Dann kann auch das Umweltministerium, glaube ich, in die Zukunft fahren. Danke für die Aufmerksamkeit.